Willkommen zurück zu Dragon's Spear Baldur's Gate und es geht gleich nahtlos weiter. Ja, was wollt ihr? Bin euch weit voraus, Chef. Das hatten wir schon gelootet. Ich hatte festgestellt, dass Dinah hier keinen Klopfenzauber vorbereitet hat. Wie konnte sie das nur vergessen? Verstehe ich gar nicht. Und deswegen müssen wir es rasten, um diesen magischen Truheöffner-Zauber vorzubereiten. Weil hier vorne in diesem Alchemielabor, da wird man immer irgendwie von Würmern und Spinnen attackiert während der Rast. So, Spinnen, aber vielleicht werden wir nicht gestört. Tür ist offen. Jawohl, 16 Stunden geruht. Minsk, mein Freund, I am thinking you need to relax. For warriors such as us, fighting should be for fun. Fighting evil is fun. But you seem not to enjoy the thrill of battle. You holler so loud, banshees cringe, but I am never seeing a smile as you hack a foe to bloody chunks. I enjoy battle. I enjoy it much more than the people whose butts I kick. Being happier than one who is miserable, this is no great feat. Where is the joy, Ranger? I ask you this. Where is the joy? Abu was right about you, Skald. You do not understand the Ice Dragon spirit. Bu hatte recht, was euch angeht, Skalde. Ihr versteht die Prinzipien des Eisdrachen nicht, denn wir haben ja gelernt, Minsk gehört der Eisdrachenloge an. Und er ist auf das Schema mit Dinah hier, die auch aus Rushaman stammt, wenn ihr mein letztes Lore-Video geschaut habt. Siehe oben rechts der Link. I shall. Ach ja, wie schön, das Lore von Baldur's Gate. Aber genial vertont. I love it. So, klopfen. Wir klopfen mal an die Truhe. So, klappt glaube ich immer. Das Problem ist nur, wir haben keine Diebin zum Fallen entschärfen und... Tja, dann müssen wir die Truhe so öffnen. Vielleicht ein bisschen schützen. Unsichtbar. Steinhaut. Hallo? Da. Gucken wir mal, ob Dinah hier diese Falle, dass sie einen Rettungswurf schafft und da glimpflich davon kommt. Oh, oh. Oh. Was war das? Wir werden es erfahren. Gift? 9? Kein Rettungswurf? Nee. Kein Attributsabzug, kein... Ja, das passiert nämlich manchmal bei heftigen Fallen, dass die Hauptattribute vorübergehend gesenkt sind. Das ist eklig. Da hilft, glaube ich, nur Genesung oder... Ja, irgendwie so. Oder eine Rast vielleicht auch. Ich weiß gar nicht. Liste. Oder ein Tempel. Das weiß ich gar nicht mehr genau jetzt. Meine Genesung hilft. Ist Dinah vergiftet? Done and done. Wir gehen mal einen Schritt zurück. Na? Oh, Mist. Ich hätte doch ganz rausgehen sollen. Ja, zu spät. Diese grüne Wolke, da darf man wahrscheinlich nicht drin stehen. Geh verlangsamen auf Dinah hier.
Ach so, sie ist unsichtbar. Ah, ja gut, das hätte ich mir auch sparen können, unsichtbar. Hätte ihr wahrscheinlich eh nicht geholfen gegen die Falle. Und ich kann sie noch nicht mal jetzt, ja. Unvergiften. Hier. So, Antigift. Das hilft auf jeden Fall. Bin euch weit voraus, Chef. A team like this can't be beat. Sieht ja auch die Fähigkeit, die verlangsamen. Ihr habt eine Aufgabe? Ach, Steinhaut ist das. Oh, okay, ja. Ich dachte, das Giftsymbol sieht so ähnlich aus. Hat aber, glaube ich, noch ein Viereck drum. Okay. Mein Freund? Hoho. Okay, deiner hier kann nicht bezaubert werden, weil sie ist unsichtbar, also. Ja, haben wir noch eine Falle? Ich denke mal, das war's. Das war's. Ein Buch? Gottes Unheil. Zur Zeit der Sorgen versteckte sich der Gott Mask, Herr der Schatten. Ach, Herr der Schatten ist Mask, in einer Klinge von furchtbarer Macht. Die Klinge, die Gottes Unheil genannt wurde, war scharf genug, selbst ein göttliches Wesen zum Bluten zu bringen. Cyric las Gottes Unheil auf, als er Baal, Fürst des Mordens, auf der sterblichen Ebene gegenüberstand. Mask lachte aus dem Stall. Lachte aus dem Stall der Klinge, als Cyric Baal erschlug und seinen Körper in den Fluss unter ihn warf. Das Wasser verdarb für alle Zeit, als der Leichnam des Fürsten des Mordens unter die Oberfläche sank. Watch your step. Nothing good comes out of a place like this. Cyric hat Baal gekillt? Gottes Unheil, eine Klinge. Ja, ich die Klinge, mit der Baal getötet wurde, als er zum Mensch wurde, also zum Halbgott, während der Zeit der Sorgen. Ja. Als die Götter auf Ferun wandelten, also in Gestalt des, ja, von Menschen sozusagen. Okay. Wir haben die Klinge. Dank Vogeln brauchen wir nicht identifizieren. Bruchklinge plus 3? Diamantförmiger Spiegelverlauf in der Mitte. Spiegelbild. Okay, eine Spiegelklinge. Kurzschwert. Also plus 3 schon sehr gut. Viel bessere Waffen werden wir wohl nicht mehr finden. Ich weiß gar nicht, ob es auch plus 4 gibt. Wenn der Träger getroffen wird, gibt es eine 10% Chance, dass er 3 Runden von Spiegelbildern umgeben ist. Ach, so ein Selbstschutz. Also der Zauberspiegel kann dann quasi ausgelöst werden. Minus 50% Chance pro Treffer, alle Illusionszauber aufzulösen. Von denen das Ziel betroffen ist. Minus 50%? Also gar nicht. Also das heißt, ja, um die Hälfte reduziert, meine ich. Minus 50% Chance pro Treffer.
Ach nee, das ist ein Gedankenstrich. Alles klar. Das ist eine, also 50% Chance, weil das hat mich stutzig gemacht. Was bedeutet das? Okay, also 1-2, dass wir die Illusionszauber von dem Feind nehmen. Cool. Das ist schon eine sehr gute Klinge. Aber hallo. Ja, also diese Kammer hat sich gelohnt. Weil ein +3-Schwert findet man ja nicht alle Tage. A team like this can't be beat. Sag ich auch immer. Okay, dann machen wir eine kleine Pause und es geht gleich weiter. Bleibt dran. So, ich bin zurück und wir sind in der nächsten großen Kammer. Also quasi da, wo der vermutlich der Oberbösewicht, wenn man das auch sein mag, steckt. Und deswegen bereiten wir uns sehr gut vor. Weil anders wäre das auch blöd zu erklären. Dass man so viel tut, bevor man die Tür öffnet. Würde eh keiner glauben, also. Und es ist natürlich mal wieder der zweite Versuch, beziehungsweise nach am ersten hineinspähen und gucken, was passiert. Wir wissen, dass uns ein Bosskampf erwartet. Hinter dieser Doppeltür. Dusk Helene. Ein Bild erfüllt euren Geist. Die Kreatur vor dir geht einen dunklen Gang hinunter, bevor sie in das blutige Licht des Tempels tritt. Sie steht triumphierend auf einem Haufen toter Körper. Dein Körper liegt auf dem Haufen, das Gehirn aus dem Schädel entfernt. Oh. Oh, Tentakel im Gesicht, ja. Wer ahnt Böses? Wer seid ihr? Was habt ihr vor? Das Bild verwandelt sich in das Bild eines Gedankenschinders, der sich vor einem riesigen pulsierenden Gehirn verbeugt, das in einer Flüssigkeit schwimmt. Ja, wahrscheinlich so ein Elder Brain. Ein Gefühl des Erfolges durchdringt die Vision. Dieser Tempel ist jetzt die Domäne des riesigen Gehirns. Also Elder Brain sind sozusagen die Masterminds von Gedankenschinder-Kolonien. Die Vision verschwindet in einem schwarzen, bedrohlichen Wirbel. Tetsenehi, komischer Name. Wo kommen die denn her? Also wir haben einen Gedankenschinder in der Mitte. Mindflayer, die auch in Baldur's Gate 3 eine große Rolle spielen. Whatever thy wills. Wie passend. Aber die sind höllisch gefährlich. Und deswegen haben wir sie mal so ein bisschen unsere Monster vorgeschickt. Und wir sollten uns vielleicht zurückziehen, taktisch. Denn wir wollen es ja nicht mit allen auf einmal aufnehmen. Sondern die am besten so ein bisschen scheibchenweise abfrühstücken. Also die sollen sich mal so ein bisschen an den Monstern hier austoben und dann hier in den Gang kommen, wo sie vielleicht besser stellen können, die einzelnen, was auch immer, Helden da, diese Bösewichter. Und vor allen Dingen der Gedankenschinder. Weil da möchte ich nicht unbedingt in der Nähe sein, wenn der seine Gedankenattacken macht. Obwohl, wie gesagt, Donnerschlag hat immer Gedankenschild. Das könnte helfen. Hoffe ich. Also er kann wahrscheinlich nicht so leicht kontrolliert werden von diesem Mindflayer, Gedankenschinder. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Hoffe ich. Kommen Sie. Die sollen erstmal die Monster platt machen und dann gucken, ob sie rauskommen. Sonst schmeißen wir mal einen Feuerball rein oder sowas. So. Oh, ein Berserker-Wutanfall. Genau wie Minsk. Ich vergesse das immer zu aktivieren. Also Mohat Flintborn ist ein Berserker.
Jan Rotmond. Und Shellen. Und Tetsenehi. Okay, jede Menge Kämpfer. Das sind wahrscheinlich keine Anfänger. I guess. Dark Skellin spricht Zauber, paranormale Beherrschung. Also Gedankenkontrolle. Schutz vor Bösem. Oh, oh, ist zum Glück nicht auf uns. Wir haben deine hier geheilt. So, mal gucken, ob sie sich blicken lassen hier auf dem Gang. Also am besten wäre es, wenn wir sie so ein bisschen einzeln dezimieren. Segen. Mein Freund? Mein Freund. Jetzt müssen wir so ein paar Register ziehen, denke ich. Schluss mit lustig. Geringe Zauberabwehr. Hm, kenne ich gar nicht. Muss man das auf sich selbst casten, oder? Hm. Schild. Wirkt das überhaupt, wenn das schon Steinhaut... Ah, da kommt jemand! Okay, der erste Kämpfer. Ist das wahrscheinlich der Berserker? Sieht zumindest so aus. Ja, Flintborn, der Berserker. Achtung, der ist heavy. Der ist heavy. Da müssen wir mit den Nahkämpfern. Ja, was wollt ihr? Volles Fund drauf. Achtung. Die Zauberer aus der Reichweite. So, den ersten Schaden hat er schon. Aber der sieht ziemlich heavy aus. Aber wir sind ja auch nicht ganz ohne inzwischen. Kugel plus 2, nicht schlecht. Deiner hier sollte die mal benutzen. Okay, Achtung. Oh, 14 Schaden für Vogeln. Shit. Er ist auf Vogeln gegangen. Schade, nicht auf Donnerschlag. Hätte ich vielleicht erst ein bisschen wegziehen sollen, Vogilen. Er ist ja nicht so der Heavy-Nahkämpfer. Nicht, also nicht so heavy wie Donnerschlag. Und magisches Geschoss schlägt ein von. Oh nein! 18 Schaden! Ja, Vogilen stand leider zu nah dran. Okay, die magischen Geschosse haben Arbeit geleistet. Aber wir müssen ihn noch treffen. Mit Donnerschlag. Und ich hoffe, die anderen kommen nicht. Wäre blöd. Oh, jetzt habe ich auch Pech, jetzt habe ich auch Pech. Jeder Schlag ein Treffer. Na, Mist. Ja. Ich hätte Vogeln gar nicht dahin lassen sollen. Auf Fernkampf oder so. Oder Bardenlied. Shit! Da wäre ja Jahira besser gewesen, glaube ich. Mist. Oh Mann, deiner Schlag! Na, kann doch Pech sein. Ja, was? What the... Yeah. Hat er sich geheilt? Der war doch gerade schon weiter unten. Oh Gott! Ich meine, er hat sich kurz geheilt. Okay, die anderen scheinen noch nicht zu kommen. Ja, ich schlag gut.
Jetzt ist das Glück auf unserer Seite ein bisschen. Er ist wieder auf der Plan. Okay, gut, gut, gut. Sauber. Wenn wir deine hier nicht hätten, mit ihren magischen Geschossen. Ich bin, glaube ich, ein bisschen alt ausgesehen gerade bei dem Pech. Ah, Crit Fail für ihn. Haha, haha, haha. Und tschüss. Okay, wir hatten ein bisschen Pech. Und es war, wie gesagt, ein Fehler, Vogeln da in Nahkampf zu ziehen. Gebe ich zu. Okay, wir sind nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Und ja, ich denke, wir müssen uns wieder ein bisschen regenerieren. Ich überlege mal, ob ich noch eine Rast mache, weil die sind ja ganz schön heavy. Oder ob wir uns so wieder hinkriegen. Ach, wir sind erschöpft, okay. Okay, dann müssen wir rasten. Gut, dann habe ich ja eine gute Ausrede. Und dann werde ich mir überlegen, was wir für Zauber vorbereiten und ja. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge diesen verbleibenden Kämpfern stellen und dem Mindflayer-Gedankenschänder. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich denke schon. Ciao, euer Montor.